Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde World of Warships und schon mal gleich vorneweg. Es ist ein bisschen passiert in den letzten Wochen. Ich will ja gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber Familienmitglied von mir musste ins Krankenhaus, deswegen hatte ich ein bisschen Stress, Videos zu bringen auch. Und deswegen kommt das hier auch viel zu spät. Tut mir leid an der Stelle, aber ich bin mir sicher, dass das nachvollziehbar. Auch sonst, ich streame jetzt am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, alle 3 Tage, sehr wahrscheinlich, um 20 Uhr ungefähr in dem Dreh ein Turnier, nämlich. Und ich freue mich sehr drauf. Ich mache einen auf Sportkommentator. Und mal sehen, ob mein Football-Schauen mir da helfen wird. Und was letztes Mal ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Also, naja, mal gucken, ne? Deswegen, da schaltet bitte auf jeden Fall ein. Das wäre sehr, sehr nett. Würde mich sehr freuen, auf jeden Fall. Twitch ist unten verlinkt, kennt ihr schon. Ich werde jetzt über Twitch streamen. Und ja, worum soll es heute gehen? Ich habe vielleicht 2 Super-Container, die ich aus den Daily-Anmeldungen bekommen habe. Freut euch drauf. Mal schauen, ob wir Müll draus ziehen. Und ansonsten versuche ich mal in meiner Werft die Mission 3 Millionen Punkte potenziellen Schaden in einer Runde zu schaffen. Mit welchem Schiff geht das besser als mit der Hannover? Vielleicht auch Uschakopf, aber ich nehme die Hannover. Und mal schauen, das wird schon schief gehen. 3 Millionen potenziellen Schaden. Erkläre ich in der Runde dann, was es ist. Und genau, ich wechsle auch noch mein Schnittprogramm. Das wird mit dem und wahrscheinlich noch ein Video das letzte sein, was ich mit dem alten wegschneide. Versuche mit dem neuen noch besser zu werden und überhaupt gute Sachen zu machen. Okay, aus diesem Super-Container nichts gezogen. Immerhin grüne Booster. Komm, der zweite. Na, immerhin, 7 Tage Premium. Das nimmt man doch mit, ne? Hab ja nicht schon über 400 Tage. Und genau, deswegen, da versuche ich dann auch nochmal mehr hinzukriegen. Die stressige Uni-Phase klingt dazu langsam aus. Jetzt kommt die Normalität rein, sage ich mal, also der Rhythmus. Ist, glaube ich, sehr leise. Und ja, so viel zu mir, so viel zu meinem Leben. Und ich hoffe mal, wir haben jetzt Spaß an dieser Runde. 3 Punkte potenziellen Schaden. Das Ziel ist auserkoren. Let's go, rein mit der Hannover. Viel Spaß mit der Runde und dem Video. So, da hat wohl einer dieselbe Idee mit seiner Hannover. Allgemein auch schliefen ist natürlich dafür auch ganz gut, auch wenn sie ein bisschen wenig Leben hat. Kremlin natürlich auch absolutes Tankmonster. Deswegen mal sehen. Vielleicht mache ich es auch im Zufallsgefecht. Wir versuchen es mal jetzt im Ranked erstmal. Und genau, potenzieller Schaden ist alles. Jeder Damage, der auf euch abgeschossen wird, seien es Torpedos, Flugzeuge, was auch immer, oder auch Schüsse natürlich. Vor allem Schüsse. Und die euch eben nicht den. Also, halt die zum Beispiel neben euch fliegen, die abreihen, etc. Die geben euch potenziellen Schaden. So viel Damage wäre möglich gewesen, wenn das alles maximalen Schaden gemacht hätte und so weiter und so weiter. Also da sind sehr, sehr hohe Zahlen möglich von halt zum Beispiel 3 Millionen. Weil ich meine, ein Hannover-Schuss macht zum Beispiel 17.300 Schaden, wenn er mit der Zita pennt. Das ist schon mal eine ganze Menge Damage. Also wenn ihr da 8 Schüsse abgibt, dann dürftet ihr schon weit über 100.000 sein. Und also so, seid ihr so bei 150? Ich glaube so ungefähr in den Dreh. 140, 150.000 Schaden mit nur einer Salve von einem Schlachtschiff. Also deswegen, das geht ziemlich schnell. Torpedos natürlich auch, wenn der Shima-Torster 20.000 Damage an euch vorbeirasen, dann ja, ist das auch nicht gerade wenig Schaden. Man darf trotzdem nicht übertreiben, wenn man solche Missionen hat. Upsala. Weil ich brauche ja den Schaden, das bedeutet, ich darf auch nicht so früh verrecken. Also deswegen mal gucken, ne? Wie wir das jetzt hier so hinbekommen. Und aber das wird schon alles schief gehen. Das wird schon alles schief gehen. So, das ist ja Hannover. Komm hier, ich bin hier. Gib's mir. Ich bin der Erste, der offen ist. Außerdem ist in der Werftmission gerade auch eine allgemeine Mission, dass man zieht das, nicht zieht das. Treffer und Secondary-Treffer farmen muss. Und welches Schiff ist dann dafür auch, abgesehen vielleicht von der Schliefen, besser geeignet als eine werte Hannover. So, da haben wir auch schon mal 100.000, 200.000, haben wir aber 20.000 Schaden gefressen. Hier wäre, glaube ich, ein bisschen früher jetzt. Geil, dass der Schuss nicht zählte gegen die Schliefen. Für meine F-Fähigkeit. Nice, noch ein bisschen mehr Schaden, weil ich von einer Desmo gefahren werde. Oh, Baby. Ah, schade. Nee. Nee, schade. Der Schuss wird nichts.
Na, immerhin, 4800 Schaden auf die Schliefen. Das ist aber schon mal was. Lol. Durch Schüsse oder der Brand? Ich weiß es nicht. Nee, wollte gerade sagen. Durch Schüsse tickt das Ganze ja auch noch weiter. Ein U-Boot! Na, das begrüßen wir natürlich mal sofort. Ist ja logisch. Und können dann auch gleich, sobald ich nochmal offen bin, die Hydro zünden. Nice, da war auch schon Treffer und getroffen. Das war auch ein Direkttreffer am U-Boot, sehr gut. Ja, da kommen jetzt auch schon die Torps. An dem Minengerät. Ah, ich hätte ein bisschen weiter vorhelmen sollen, glaube ich. Ach, Herr Jemini, was haben wir denn da? Eine Wette Hannover? Wasserbomb ziemlich verhauen. Können wir das First Blood hinbekommen? Komm, 600.000 Secondary. Geben Sie es mir sehr gerne. Ein Nietzis. Los, give it to me, give it to me. Hier oben seht ihr den Wert übrigens. Da, die, da steht der potenzielle Schaden. Gesamtschaden der auf dem Schiff von den Gegnern abgefeuerten Munition. Damit sind halt, wie gesagt, auch Torpedos etc. gemeint. Ich würde gerne aber das Schiff ein bisschen weiter reindrehen, dass ich hier nämlich die, die Secondary auch mit drin habe. Da ist gerade irgendwas geplatzt, die Wette Napoli. Sehr schön, Secondary fängt es auch an zu schießen. Ich finde es auch sehr nett, dass der Hannover weiterhin auf mich schießt. Ich würde nämlich auch gleich meine Fähigkeit mal aktivieren. Weil die ready ist, weil meine Secondary nicht nur mehr Reichweite kriegt, sondern auch schneller schießt. Und das soll sie mal jetzt tun. 1,2 Millionen haben wir schon. Hier läuft. Also Schaden fressen tut sie auf jeden Fall auch durchs U-Boot. Das sieht mir immer noch schwerer nach Hause, als würde sie auf mich schießen. Finde ich sehr gut. Nice, kaum Schaden gemacht. Ich bin jetzt bei der Hälfte. Die Hälfte habe ich schon mal. So, just come on, die Hälfte ist durch. Okay, das ist der Doppelbrand. Den löschen wir natürlich. Nice, schön Secondary-Treffer fahren wir auch für die Werftmission. Nicht wundern, dieses Rauschen, das ist gerade die Fähigkeit. Also hier das Einschießen. Das Problem ist nur so langsam. Wird's kritisch mit meinen Lebenspunkten. Jetzt höre ich mich natürlich noch mit der letzten Secondary-Salve nochmal an. Shit. Okay, nice, gut. Jetzt ist ganz gut, dass er mal nicht auf mich schießt, weil ich muss jetzt auch mal kurz ein bisschen chillen. 2 Millionen bin ich. Den Brand sollte ich eigentlich noch überleben. Okay, sehr gut. Er schießt immer noch auf die Kremlin. Das war kein guter Schuss von mir. Das ist auch schon mein Kill. So, jetzt heißt es, ran an die Schliefen. Zünden wir mal kurz Flugzeug, um zu gucken, wo die Liebe ist. 2 Millionen Punkte. Ah, das wird knapp. Das Problem ist jetzt auch, dass halt auch schon sehr, sehr viele Gegner tot sind und nur noch die Schliefen und die Desmo leben. Und das ist natürlich gleich sehr viel weniger Schaden, der von Schiffen, die machbar sind, überhaupt auf mich zu tun. Und die Stiefel ist auch fast tot. Schade! Die Runde wird's nichts. Versuchen wir es dann gleich nochmal. Gucken, vielleicht kriegen wir es dann hin. So, gucken wir erstmal nochmal kurz, ob wir hier die Desmo nochmal gut was mitgeben können. Schöner Schuss, 11.000 Schaden. Ich sag's immer wieder. Ich mag die Hannover als Schiff nicht, aber die Hauptbatteriegeschütze sind und bleiben sehr, sehr geil. 100.000 Schaden ist akzeptabel. Und 2 Millionen im Ranked ist das, glaube ich, echt machbar. Die Kremlin hat halt am Ende sehr, sehr viel getankt. Das war, glaube ich, eher das Problem. Versuchen wir es nochmal im Ranked. Ich glaube, es könnte klappen. Versuchen wir es wirklich nochmal. Ah, versucht es ja mit einer Utschakov. Ich meine, das Gute ist, wenn so viele Schlachtschiffe drin sind, es ist mehr High Damage drin, logischerweise, durch die Schüsse. Der Nachteil ist, es sind andere Schiffe drin, die ebenfalls tanken.
Halt, wie zum Beispiel Kurfürst Columbo tankt jetzt nicht so viel, weil das Ding halt auch einfach nicht so viel aushält. Aber das ist dann halt so die Problematik. Man könnte es natürlich auch mit einem absoluten YOLO-Karambo-Push einfach rein versuchen, aber nicht mit dem Schiff hier, dann eher nicht schließen. Und wenn das jetzt wieder nicht klappt, dann versuche ich es auf jeden Fall nochmal im Zufallsgefecht. Wir sehen uns, wenn hier was passiert. Das Gute ist, wenn ich neben einem anderen Schiff stehe, dürfte der Schaden eigentlich auch für mich zählen, wie jetzt gerade der Schuss auf dem Kuhfürsten. Ja, okay, es war ein bisschen weit weg, dass er so viel zählt. Ich hasse es, wenn das Fahnenkreuz auf die Insel rüberschlägt. Passiert nämlich genau das. Jetzt gingen nur zwei Schüsse rüber. Okay, die beiden Kurfürsten fahren schon mal nach außen. Ja, kein Treffer. Aber bedeutet für mich auf jeden Fall Vollgas geben und hier rumzufahren. Oh, da kommen Schüsse. Was sind das? Das sind. Sind das Doppelschütze? Nee. Das war mehr. Ich glaube, das war der Goliath-Schuss. Ich bin offen, auch noch durch ein DD. Warten wir 10 Sekunden und zünden dann auf jeden Fall die Hydro. Okay, never mind. Die ist schon sehr nah dran. Zum Hydro jetzt schon. Nice to chuck off here. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Da kommen auch schon die Z-Tops. Was zu erwarten war. Das Nice ist, ich halte die Z offen. Na gut, okay. Jetzt macht, glaube ich, auch schon die Werte. Näher an die Torps, damit sie vielleicht noch zählen. Jawohl, ja, momentan zählen sie. Okay, Z-Torps machen jetzt nicht so viel Schaden. Sowieso jetzt nicht das Maß aller Dinge. Nein, der Kurfürst stellt sich breit, deswegen schießt du Schark auch auf den Kurfürsten. Ah! Just come on. Hier, schieß auf. Ja, Goliath, schieß auf mich, schieß auf mich. Sehr gut, komm, komm, komm. Das ist der Doppelbrand, den löschen wir natürlich. Set jetzt natürlich dafür meine Secondary in Ranges, dann werde ich natürlich keine Sekunde verschwenden, die darauf zu schießen. Oh, ich weiß nicht, ob der Winkel schon passt für eine Zita. Könnte aber. Ah, 5000 Schaden nur. Na gut, dann die Secondary wieder auf die Ushakov. Komm schon, Baby, schieß auf mich. Hit me, baby, one more time, ne? Und so weiter. So, hier zünden. Komm, 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 komm. Schon wieder ein Doppelbrand. Mit Schiffs ist die Zita schwächer von der Ushakov. Ja, muss ich aber auch eher mit Schiffs zielen und nicht so dumm schießen, wie ich es gerade tue. So, jetzt den Winkel ein bisschen drin halten, dass ich nicht so viel Breitseite der lieben Ushakov zeige. Will ich ja eigentlich auch, dass er auf mich schießt, aber den Schuss werde ich auf jeden Fall abgeben. Ja, und da war die Zita. 700.000 Schaden nur und ich habe nur noch 40.000 Lebenspunkte. Das klappt nicht. Oh, der Schuss auf die Goliath könnte sehr, sehr traumhaft werden. Nee, zu hoch geziert. Viel zu hoch von mir geziert. Oh, war das schlecht. Schade. Da war definitiv mehr drin. Das war ein richtig schlechter Schuss von mir. Das kann ich besser. Ärgert mich. Ärgert mich maßlos. Die wäre tot gewesen. Gut, hier in der Runde sollte jetzt nicht mehr so viel passieren. Die beiden Kuhfürsten sterben jetzt auch. Als nächstes. Und wir sehen uns dann noch in einer Zufallsgefechtsrunde. Ich gebe noch nicht auf. Wir versuchen das noch. Gut, mehr Schiffe, auf die auf mich ballern können, bedeutet ja theoretisch auch mehr Schaden, den ich einstecken kann, den ich schenken kann. Das ist aber auch eine sehr, sehr gute Runde. Kein Flugzeugträger, nur zwei DDs. Einer davon ist natürlich ein Top-DD und ein U-Boot. Das passt alle Male. Vier Kreuzer nur, schön viele Schlachtschiffe. Gute Schlachtschiffe, Ohio, Schlieffen, Musashi. Das sollte doch jetzt mal möglich werden, möglich sein, hier jetzt mal mit was Zählbarem rauszugehen. 3 Millionen Schaden sind gesetzt, 3 Millionen Schaden sind gewollt. Gucken wir mal, was passiert. Auch schön, wo wir gerade beim Thema sind. Hier seht ihr Wiesbaden-Geschütze auf einem Schlachtschiff. Es dürften dieselben ganz sein, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Kaliberlänge stimmt, aber ich glaube schon. Von den Türmen her auf jeden Fall. Und finde ich sehr, sehr witzig. Also hier habt ihr auch die gleichen Guns wie auf der Wiesbaden. Glaube ich jedenfalls. Sie hat 128mm Türme, ja, glaube ich. Und, jo.
So, ich bin auch schon spotted. Ah, und Kita. Klar, Kita hat auch gute Torps, als ich ihn gerade gesagt habe. Also kein Top-DD. Aber, ich würde mal sagen, das ist trotzdem ein bisschen vernachlässigbar. Ich brauche jetzt nur gerade mal, endlich mal Schüsse. Oh ja, da kommt die Devastation schon an. Und möchte sich bei mir gleich beliebt machen. Damit haben wir auch schon mal 150.000 Damage. Dafür, dass wir nur 10.000 eingesteckt haben. Nehme ich so. Nice, wirklich Salem jetzt auch schon anzufahren. Dann können wir auch schon den besten hier starten. Ich weiß nicht, ob der D außen oder bei der Sherman innen ist, der mich gerade die ganze Zeit spottet. 7.000 Schaden auf die Devastation, ist auch akzeptabel. Drehen wir nochmal rein. Leider geht's. Oh, Salem. Du wirst gleich erfahren, was Overmatchen bedeutet, meine Liebe. Oder auch nicht, weil das Schiff absolut streut. Egal, sei es drum. Drehen wir ein bisschen weiter rein. Ich muss jetzt hier nicht gleich Gott der Welt meine Schokoladenseite zeigen. Wenn die Salem definitiv einen Frontaltreffer gut vertragen könnte. Habe ich schön die Schliefenschüsse getankt. Ah, 7000 geht doch so langsam. Doppelbrand von Devastation. Hätte auch ruhig ein anderes Schiff sein können. Egal, Salem ist gleich tot. Ich habe meinen Heal in 40 Sekunden wieder. Wir haben mal ein bisschen in den Rückwärtsgang, um aus der Secondary der Schlief noch rauszukommen. Weil ich meine Sec eh auch auf 14 Kilometer gleich stellen kann. Und Kita ist auch noch bei mir. Noch mehr, was mich anzündet. Reicht ja noch nicht. Und ich bin ehrlich, ich bin natürlich sehr aggressiv gefahren, aber das ist auch das Hauptproblem von der Hannover. Sie wird einfach zu Tode gefarmt. Es ist typisch. Es ist absolut typisch. Deswegen dieses Schiff im Zufallsgefecht nicht so irgendwann kaum spielbar ist. Klar, ich habe sie jetzt sehr, sehr aggressiv gefahren. Aber beim besten Willen, ich stand hier hinter der Insel. Und ich wurde so mit HE zugeschissen. Da kommt mit dem Schiff halt auch nicht mehr weg, weil sie nicht mehr zugeht und weil sie zu groß und zu langsam ist. Ich habe es jetzt noch dreimal versucht und bin dreimal bei 2,8 Millionen gescheitert. Das Problem von diesem Schiff ist, es sind und bleibt die Aufbauten auch und die grausige Panzerung, wenn du mit HE zugespammt wirst. Die Aufbauten sind viel zu gigantisch und das Schiff frisst so viel HE. Der Mensch ist unglaublich. Eine Annapolis hat mir mit jeder HE seine 4.000, 5.000 Schaden gegeben. Egal, ob ich spitz oder breit stehe, es ist vollkommen Latte. Und andere Schiffe pennen halt durch die Panzerung. Das Schiff ist so scheiße, wirklich, ey. 2,8 Millionen hatte ich jetzt mehrmals, oder 2,9 sogar einmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht versuche ich es echt nochmal mit einer Ushakov, aber das Schiff ist so schlecht. Aber die hat halt sehr viel kleinere Aufbauten. Das ist halt der Vorteil. Guckt euch das mal an, die sind von vorne, sind die halt kaum zu sehen. Klar, sehen aus wie Hochhäuser, aber das ist halt wirklich sehr, 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 sehr viel weniger, wenn ich mir das im Gegensatz dazu ansehe. Diese riesigen Platten hier. Naja, egal. Leider nicht geschafft. Es tut mir leid. Wenn wir in die Kampfaufträge raus sind, ob ich irgendwas Sinnvolles mit Schlachtschiffen wenigstens die ganze Zeit mache. Ich muss Flugzeuge abschießen mit Schlachtschiffen. Naja, das ist ja fast unmöglich. Nein, das ist nur ein Scherz, aber was ein Schwachsinn, warum Flugzeuge abschießen? Naja, egal. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dieses Video einer Niederlage meiner Seite aus. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hab's versucht, aber ich werde es auch weiterhin versuchen. Jetzt bin ich schon mal dabei, jetzt kann ich es auch weiterhin probieren. Vielleicht versuche ich dann nochmal Schliefen im Ranked. Who knows? Und ja, am Ende hat mir Hannover wieder gezeigt, warum ich das Schiff nicht mag. Im Ranked macht sie echt Spaß. Sie hat saugeile Hauptgeschütze, aber das Schiff geht zu früh auf, hat eine grausige Panzerung, ist zu langsam, zu groß. Naja, egal. Ne? Wir sehen uns, macht's gut, vielen Dank fürs Zusehen und ja, tschüssi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.